Meine Damen und Herren, sind wir an? Ja, meine Damen und Herren, damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz zum Zweitligapunktspiel 1. FC Union Berlin gegen den 1. FC Nürnberg. Das Spiel endet vor 20.421 Zuschauern. Zuschauerzahl ist recht spät gekommen heute, deshalb erst jetzt 0:4. Bei uns in der Pressekonferenz die Trainer der beiden Mannschaften vom 1. FC Nürnberg, Valerian Ismail, und vom 1. FC Union Berlin, Norbert Düvel. Ja, und dann sprechen wir über ein denkwürdiges Spiel mit Platzverweisen, mit Lattentreffern und mit vielen Toren für den Gast, mit dem wahrscheinlich sehr zufriedenen Gästetrainer Valerian Ismail. Wie lautet die Einschätzung zum Spiel? Danke. Ja, wir sind erstmal froh, dass wir die 3 Punkte geholt haben. Die Art und Weise, wie wir heute gewonnen haben, war richtig. Wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Das war keine einfache Zeit und deswegen freue ich mich unheimlich für die Mannschaft, dass die sich belohnt hat für den Zusammenhalt, die immer wieder gezeigt habe. Das hat uns natürlich, ich und mein Trainerteam und auch mit Martin Bader, immer das Gefühl, dass wir werden die Kurve kriegen. Ja, wir haben ein paar Schrauben gedreht auf dem Transfermarkt und das hat funktioniert. Also wir haben gesehen, wo wir ansetzen müssen. Von unserer Seite können wir sagen, dass eine Mannschaft heute geboren ist. Und die Spieler, die vielleicht bis jetzt ihre Leistung nicht abgerufen haben, auf einmal auf einem super Niveau gespielt haben. Und ich freue mich einfach für die Mannschaft, für die Mitarbeiter. Das war keine einfache Zeit. Jetzt haben wir ein bisschen Ruhe, 2 Wochen, wo wir in aller Ruhe weiterarbeiten können und uns für das nächste Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf vorbereiten können. Danke. Vielen Dank. Ja, hätten wir auch gerne so ähnlich gesagt heute, können wir aber nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben unter der Woche vor dem Spiel schon über die Schwierigkeit gesprochen, wenn Mannschaften nochmal so auf dem Transfermarkt aktiv werden und das 1:0 fällt dann natürlich genau von einem der Neuzugänge. 0:4 verloren, sicher ein sehr bitterer Abend, dann auch 2 Spieler verloren im Spiel. Ja, was sagt man dazu? Ja, war ein bitterer Abend. Wir haben uns das natürlich ganz anders vorgestellt. Wir wollten heute anknüpfen an die Leistung von Bochum, gerade was auch das Kämpferische anbelangt. Wir wollten im Zweikampf wirklich sehr, sehr aggressiv sein und bissig dann auch nach vorne spielen. Das ist uns nur, ich glaube, 5 Minuten gelungen, dann war es eigentlich vorbei. Wir hatten einen Lattenknaller, das war aber, glaube ich, eher der Weckruf für den Gegner. Und ja, haben dann in der Folge natürlich durch sehr einfache Fehler dem Gegner Tore ermöglicht. Dann kam noch der Platzverweis dazu, der aus meiner Sicht natürlich sehr fragwürdig ist. Und ja, dann hat das Spiel eigentlich so ein bisschen seinen Lauf genommen. Wir haben zweite Halbzeit nochmal alles versucht, haben aber dann mit der gelb-roten Karte und den weiteren Toren natürlich keine Chance mehr gehabt. War ein gebrauchter Abend. Die Besten heute im ganzen Stadion waren die Fans, muss ich einfach an der Stelle sagen. Sensationelle Unterstützung bei 0:4, was mit Sicherheit auch für die Fans eine derbe Enttäuschung war. Eine unglaubliche Fankulisse hier, sensationelle Unterstützung bis zum Schluss und darüber hinaus. Und von daher vielen herzlichen Dank an die Fans. Für uns heißt es ja, aufstehen, weitermachen und an den Stellschrauben, an denen Nürnberg gut geschraubt hat, vielleicht jetzt dann noch zu schrauben und in 2 Wochen besser vorbereitet, besser in das Spiel gehen. Dankeschön. Dankeschön, Norbert Düvel. Gibt es Fragen zum Spiel an die beiden Trainer? Herr Färber, bitte. Mikrofon kommt. Jawohl. Frage an Herrn Düvel. Sie haben sehr früh gewechselt, Baris Özbek runtergenommen und, muss ich gucken, und Martin Kobylanski gebracht. Warum dieser Wechsel? Ja, wir wollten natürlich mit einem zweiten echten Stürmer einfach nochmal ein bisschen nach vorne was entwickeln. Martin hat eine Trainingseinheit bei uns absolviert, hat aber einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, ist topfit hierher gekommen. Und ja, wenn wir ihn verpflichtet haben und von ihm überzeugt sind, dann sollte er auch spielen. Das hat er gemacht, hat auch seine Sache sehr, sehr gut gemacht. Also war einer der, bis auf die Zuschauer, würde ich mal sagen, einer der wenigen Lichtblicke heute.
hat angedeutet, was er für ein Riesenpotenzial hat, was er für uns für eine Verstärkung sein kann. Und ja, wir hoffen natürlich, dass es so weitergeht mit ihm und hoffen natürlich auch, dass er dann in erfolgreicheren Spielen auch zum Einsatz kommt. Gibt es weitere Fragen? Herr Karkos, bitte. Mikrofon kommt. Wege sind etwas weiter. Herr Düwel, können Sie einen Satz zur Torhüterleistung sagen von Herrn Haas? Ja. Wir haben natürlich 4 Tore kassiert. Ich denke, er hat es auch selber eingesehen, es war jetzt vielleicht nicht sein allerbestes Spiel, aber muss dazu sagen, wir haben natürlich auch dem Gegner sehr, sehr einfach gemacht, vor unser Tor zu kommen, zum Abschluss zu kommen. Und von daher ist es eine Gesamtdefensivleistung, die zu bemängeln ist und jetzt nicht eine individuelle Torwartleistung. Gehören immer alle dazu. Und da waren wir heute auf einem sehr schwachen Niveau. Gibt es weitere Fragen? Herr Koch, bitte. Der Maxi Thiel ist ja auch neu, wie Kobylanski. Liegt es bei ihm an der Position, dass da mehr Konkurrenz ist? Oder warum war er heute nicht im Kader, beziehungsweise dann auch wie Kobylanski im Spiel? Ja, das lag an der Position. Also es war vorher schon eine Überlegung, aber die Position war mit Christi Quiring ja auch besetzt, war eigentlich auch ordentlich besetzt. Und von daher haben wir jetzt da keine Notwendigkeit gesehen, wollten dem Maxi auch noch die Möglichkeit geben, besser hier Fuß zu fassen. Er hat jetzt nicht bei den Profis in Köln regelmäßig trainiert und von daher war da schon ein kleiner Unterschied. Der wird seine Spiele hier bekommen, aber für dieses Spiel war es für ihn zu früh. Gibt es weitere Fragen? Herr Bunkus, bitte. Herr Ismail, wie sehen Sie denn die rote Karte? Würden Sie auch sagen, das war eine zu harte, zu überzogene Entscheidung? Und die zweite Frage, hätten Sie ohne diese rote Karte die Angst gehabt, dass das Spiel doch nochmal kippen könnte? Die erste rote Karte habe ich nicht richtig gesehen, deswegen kann ich nicht beurteilen, muss ich nochmal auf Video schauen. Der zweite, beziehungsweise gelb-rote Karte, ist mit gestreckten Beinen nach vorne gekommen. Und von daher, das war gelbe Karte, das war keine glattrot. Von daher, eine Entscheidung kann ich nicht einschätzen, die zweite fand ich richtig. 11 gegen 11, wir haben in der ersten Halbzeit gezeigt, dass für uns das war kein Problem. In der zweiten Halbzeit, wir sind aus der Kabine rausgekommen. Wir hatten natürlich im Kopf Kaiserslautern gegen München 1860. Deswegen haben wir auch darauf hingewiesen, dass wir konzentriert und keine leichten Fehler machen, weiter an unserem Plan arbeiten, ne, wo wir der Gegner wehtun wollten. Und das haben wir sehr, sehr gut umgesetzt. Und von daher, am Ende haben wir das gut gemacht. Aber es ist, wenn du auswärts spielst in Union, in so einer Atmosphäre, dann kann immer was passieren. Ne? Wenn du ein Tor kassierst bei 0-2, dann könnte noch eine enge Kiste werden. Aber jetzt, ich freue mich einfach, dass wir zu 0 gespielt haben. Ganz hinten, Herr Blesig, bitte. Da. Moment, Mikrofon brauchen wir dazu. Herr Düwel, ohne Namen zu nennen, ich weiß auch, dass Sie uns die nicht nennen würden, aber wird es noch bis zum Ende der ersten Transferperiode Veränderungen im Kader von Union geben? Also grundsätzlich ist es jetzt, glaube ich, nicht unbedingt die Frage für die Pressekonferenz jetzt hier. Aber im Normalfall gilt, Transferperiode ist ja noch, also es ist schon noch was möglich. Gibt es weitere Fragen? Die gibt es offenbar nicht. Dann bedanken wir uns für Ihre Teilnahme an der Pressekonferenz, wünschen unseren Gästen einen guten Heimweg und Ihnen allen ein schönes Wochenende. Dankeschön. Ja.